Am Land von Gdemaert ist das Jahr speziell, dass wir wieder eine Sonderschau haben mit dem Maler und mit dem Gipser. Das ist eine Ausstellung, wo die hiesigen Maler und die hiesigen Gipser ihr Handwerk zeigen. Und zwar das traditionelle und auch das moderne Handwerk. Hier sehen wir das Gipserhandwerk, wie heute hier Gewölbedecke produziert wird in dieser Nische. Nebendran rechts ist eine Konstruktion mit sogenannten Alba-Platten, ist das vorgemauert. Und da kommt jetzt noch ein Weissputz drauf rauf und morgen kommt da ein Stucco Veneziano drauf. Ich denke, der Markt für Grünige ist einer der grossen Anlässe, der aber nicht nur für Grünige selber ist, sondern ich denke, es hat unterdessen sicher auch schweizweit schon eine Ausstrahlung, weil ich denke, gerade die Abteilung des traditionellen Handwerks ist schweizweit einer der grössten Repräsentanten, die das Handwerk noch zeigt. Also der Land von Gdemaert ist natürlich eine Benamsung für den Herbstmarkt, dass er sich auch auszeichnet. Von dort her, dass Grünigen eine alte Landvogtei war. Die war ein paar hundert Jahre lang der Hauptort des Zürcher Oberland. Da haben die Landvögte gehauset und etwa glaub, 10 oder 12 Gemeinden rundherum sind da der Zehnte abgegeben. Dieses Jahr haben wir die Berufsvorstellung von Maler Gipser. Und was natürlich speziell die Leute interessiert, das ist, wie war das Malerhandwerk früher gewesen, was war das Gipserhandwerk früher gewesen. Das ist immer ein ganz grosser Publikumsmagnet. Ein Exponat aus vergangenen Zeiten, eine sogenannte Farbmühle. Und da tut man das Farbpigment in Öl abreiben. Mir gefällt vor allem die leuchtenden Augen von der Handwerkerinnen und der Handwerker und vor allem von der Besucher. Dass man etwas sieht, wo man sonst eben nicht sieht, wo nicht nur einfach konsumieren ist, sondern man sieht, dass eben etwas wirklich auf werktätige Art und Weise geschaffen wird. Unsere Motivation ist sicher, dass wir in Grüningen verankert sind. Wir haben das Geschäft in Grüningen und unterstützen das gerne, den Leuten etwas zeigen von unserem Beruf. Wir zeigen jetzt gerade spezielle Fliesstapeten, wo man einen modernen Touch in eine Wohnung einbringen kann. Genauso sieht man bei uns auch noch Steintapeten. Das ist eine ganz alte Technik, die man früher gebraucht hat, die Kirche in der Barockzeit, wo man aus Holz hat man einen Stein gemalt. Sogenannte Marmorierungen in verschiedenen Arten von Steinen. Wir sehen hier so Briefe, wo wir das Gold da rein haben. Das Gold kommt nachher sehr vorsichtig auf das Küssi. Man hat hier einen Windschutz. Das Gold wird hier zugeschnitten mit dem Messer. Es wird nachher mit so einem Pinsel statisch aufgeladen. Das kann man auch den Haar machen. Und man lupft das Gold so weg und legt es nachher da rein, wo ein Öl das tut wie Achleuben auf dem Mixtion. Es ist vor allem da, wo wir jetzt stehen, der Handwerker-Ecke, wenn ich so sagen darf. Man sieht da immer wieder interessante Handwerkprojekte und das Kulinarische natürlich. Gesorgt ist für das liebliche Wohl mit viel Restaurant. Man sieht dieses Jahr die Berufsvorstellung Maler Gipser einst und heute. Es ist jedes Mal, vor allem jetzt bei diesem prächtigen Wetter, immer wieder etwas Schönes, einen Haufen Leute anzutreffen, einen Haufen Leute, die man auch all die Jahre immer wieder sieht. Ja, ich bin mit der ÖV gekommen, ich bin mit dem Bus gekommen von Oetwil. Das ist super gegangen, es hat zwar da eine Umleitung gegeben, aber das ist wunderbar, haben sie das so organisiert. Man hat gesehen, dass das Food-Angebot ist riesig. Was mich jetzt aber überrascht, das ist die Vielfalt von anderen Sachen, die man hier sieht. Ganz speziell und toll finde ich die Handwerkerausstellung hier, die alte Sachen anbietet. Da bin ich jetzt nicht ganz durch. Das freut mich aber, da werde ich sicher noch einige Sachen entdecken, die wahnsinnig spannend sind. Ich bin extrem Fan von allem, was man essen kann. Das finde ich ganz toll. Es hat viele handwerkliche Sachen. Die Sonderschau interessiert mich natürlich, darum gehe ich jetzt eben dort hinten. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man da etwas vermissen kann. Ich habe gesehen, dass das ist so vielfältig und es ist sehr verwinkelt, also die Ausstellung. Ich glaube, wenn man irgendetwas vermisst, dann hat man einfach nicht lange gesucht. Städtli, das Ambiente, die ganze Kulisse. Es ist einfach so eine friedliche Atmosphäre, das finde ich wunderschön. Vor allem natürlich das feine Essen, die vielen verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt.
Und auch, was hier unten gemacht wird mit diesen Arbeitern. Es sind immer wieder andere Werke gekommen. Ganz tolle Sachen. Das gehört einfach dazu. Das ist eine Tradition, ein grüniger Herbstmarkt. Da geht man, da sieht man sich, trifft man sich und sieht immer ganz viele tolle Sachen. Ja, ganz klar, das feine Essen muss ich noch kochen daheim. Für mich ist es einer der tollsten Märkte, die es gibt.